Aber gut. So. Oh, da waren mehrere. Ja, ganz verstehe ich das Level jetzt nicht. Da stand am Anfang 10. Oh. Oh Mann. Ob wir wohl jemals uns von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bubus, die wir uns ja geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Mann, bin ich überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Das ist die Maus, ne? Die wir in Lugardsburg getroffen hatten. Okay. Oh, da ist ja Bubuma. Bubulio, bitte zurück. Gut siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bubulio? Was ich hier mache? Na, dich befreien natürlich. Ach so, na dann. Schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Sind die anderen denn auch hier? Sind die anderen auch hier? Ja, also die anderen sind hier gefangen. Diese Typen nehmen keine Rücksicht auf Ältere. Sie sind einfach grausam. Also, Junge, wie gesagt, ja, also die anderen sind hier gefangen. Diese Typen, sie nehmen keine Rücksicht. Okay. Obwohl, hier, mein Bruder, bist du es wirklich? Oh, du Kacke. Bubulia, wer bist du ja? Bubulio, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich und ich habe uns einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt ihr noch ein wenig, habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubulio. Mario, zuallererst müssen wir den Zellenschlüssel finden. You don't say. You don't say. Okay, gut, dann geht's hier mal weiter. Hallo. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Wie bitte, kennt ihr euch irgendwo her? Oh Mario, was findest du denn so an dieser mickrigen Person? Naja, also eigentlich bin ich hier, weil ich sie ja tolle Orden zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass so ein Stress wird. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was hat es mit ihr auf sich? Oh Mario, ich hätte es wissen müssen. Keine Frau kann dir widerstehen. Wie soll ich das aushalten? Ach, was hätte ich es vergessen? Dieses Sternjuwel, das du suchst, muss irgendwo ganz unten diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesem garstigen Typen. Also pass gut auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bye. Bye. Oh Mario, mir blutet das Herz. Was für ein Flirt. Flirt. Was ist mit dem Typen? Hi. Hey, ihr da. Ihr, was fällt euch ein, mich einfach von hinten? Das werdet ihr mir büßen. Das war ich nicht. Kann aus dem Kampf nicht flüchten? Soll mich jetzt ehrlich gesagt doch gar nicht stören. Zack und zack. Jetzt mache ich das mit dem Body Slam nochmal und hoffe ich. Triff sie. Gott sei Dank. Das hätte auch daneben gehen können, tatsächlich. Aber tust du das nicht wirklich? Wow, 3 Sternpunkte. Wow, das war ein sehr anstrengender Kampf. Ich. Ein Schlüssel rot erhalten. Oh, cool. So, was ist hier drinnen? Schlüssel blau. Ein Ultrapilz. Ein ultrafeiner Pilz. Stellt 50 KP. So viel KP habe ich doch gar nicht. Ist hier was drinnen? Ja, Geld. Gut. Dann gehen wir zurück und können die Bubulia befreien. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel! Bubulia, setz dich da hin und hör mir zu! Was, wieso, habe ich etwas falsch gemacht? Bubuma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du da rum? Hör mir lieber gut zu, du Grünschnabel! Rennst mir nichts, dir nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück! Aber ich wollte doch nur, ich wollte nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper! Kein Wunder, dass dich alle für eine Einfallspinsel halten, wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Nicht auszudenken, also hör mir gut zu. Okay. Eine Stunde später.
Oh mein Gott. Hast du das kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bubuma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer. Was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien. Nur zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich. Worauf warten wir dann noch? Dass du mir eine Stunde lang eine Predigt teilst, wie doof ich bin? Oder muss ich mir erst das Gewicht... die Gicht holen bei der Kälte hier? Und weg ist sie. Ganz die alte Bubuma. Na gut, dann. Und du, Bubulia, hab noch ein wenig Geduld. Ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bubulio. Ach, wisst ihr, was ich für diesen einen Schalter brauche? Ich brauche hundertprozentig 10 solcher Bubus. Weil als... Was passiert, wenn ich hier runterfliege? Da bin ich dann hier, okay. Und da komme ich wieder rauf. Alles klar. Gut, dann gehe ich da runter. Ich glaube, ich brauche da wirklich die Bubus. Weil als sich Bubulia draufgestellt hat, ist er der Counter runtergegangen. Ich brauche 10 Bubus. Aber woher kriege ich 10 Bubus? Guck mal. Hä? Wo ist denn jetzt Bubulio hingegangen? He disappeared. So. Ah, da ist doch wieder. Hey, Bubulio. Hätte nicht gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich habe es dir doch gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Es gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem schnauzbärtigen Typen traue ich auch noch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du den nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dumpfnase! Du kapierst aber auch gar nichts. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Geht das in deine Matschbirne rein? Aber... Spar dir das, Bubulas. Du bist ein Schnauzer da. Wie war gleich dein Name? Cabrio, oder? Ja, ich bin ein rotes Auto, ja. Mario, er heißt Mario und er ist ein Star-Bubuma. Ja, schon gut. Ich werde also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma. Wenn du meinst... Naja, und ehrlich gesagt, Bubulia ist mir ja auch nicht gleichgültig. Versucht mir es also alle zusammen. Meine kleinen Bubus, so keine und liebe ich euch. 10 Bubus mehr gehören jetzt zum Team. Cool. Ich danke euch allen. Entschuldige bitte, eine Frage hätte ich auch. Wir suchen ein kostbares Juwel in Sternenform. Sagt ihr das irgendwas? Das Sternjuwel? Ich denke... Ganz unter diesem Baum ist irgendwo seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollen den Stein einem Helden mit reinem Herzen geben. Vielleicht ist das ja ein Sternjuwel. Also Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Und du solltest dir das Sternjuwel holen, bevor diese Provokateure es tun. Ich hoffe sehr, dass wir so auch unseren schönen Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Okay, ich werde, glaube ich, in Zukunft es lassen, meine Stimme zu verstellen, weil mein Hals tut weh. Halt, Moment noch. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst die anderen alle befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel. Und nimm dieses Bubuwel. Es zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Oh, danke. Es versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechende Podeste legst. Aber vergiss nie, es hinterher wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Okay. Bubuwel. Ein Insignie der Bubu-Führer, erhalten von Bubuma. Du kannst es verwenden, um die Bubus zu versammeln. Also Mario, zuerst sollten wir die anderen befreien. Machen wir das. Ich habe 11... Das erinnert mich gerade ein bisschen an Pikmin. Ach, noch etwas. Verzeiht mir, in letzter Zeit bin ich wirklich vergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Streich herrufen. Du hast verstanden? Ja, ich habe verstanden.
Ich habe verstanden. So, gut. Dann muss ich vermutlich... Du hast das Mobile am Podest angebracht. Schau nur, eine Röhre. Oh, wie aufregend. Endlich passiert etwas. So gut, dann würde ich gern bitte das Juwel wieder mitnehmen. Habe ich alle Bubus? Ich habe alle Bubus. Ich habe alle Bubus. Bubus, alle mit. Habe ich 11 von 11 noch? Oder? Ja, das habe ich schon alle verloren. Hi. Oh. Ja. Das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt, aber gut. Zack, zack. Erdbeben! Das hat jetzt aber auch nicht wirklich viel Damage gemacht. So. Ich hab gedodged. Das hat nicht funktioniert. Wie gemein. Richtig fies. Das gibt's doch nicht. Das ist gemein. Gut. So. Gut. Was haben wir hier? Da haben wir so ein Apparat. Mit dem kann ich sicher die Tür aufmachen. Genau. Was passiert hier? Okay, sind einfach nur alle verwirrt. Okay, gut, dann gehe ich. Wobei, kann ich? Nein, ich gehe da erstmal nach links durch, ja? So. Okay. Gut, damit haben wir einfach nur die Tür hier geöffnet. Ich verstehe. Gut, dann muss ich wohl hier... Komme ich gar nicht drüber. Interessant. Sind jetzt die Bubus hier alle? Ja, jetzt, die Bubus sind verwirrt. Ich bin schon da. Alles okay. Okay, ich komme da doch rüber. Okay, ganz verstanden. Ich verstehe dich nicht. Was passiert, wenn ich da jetzt rübergehe? Hä, aber wie kriege ich denn die Bubus da wieder rüber? Jetzt verstehe ich das nicht. Kommt, hallo. Sind verwirrt. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier so... Wo, konnte ich ja nicht durch? Ja, aber wie ich verstehe das gerade nicht. Egal. Oh! Einmal bitte eine Insignie, danke. Da haben wir einen Blitz. Ha. Muss ich vielleicht ohne die jetzt durchgehen? Da sind sie. Soll ich zu der Fehl? Lass mich da durch. So gut. Ich glaube, die Bubus sind einfach nur richtig. Ach man, was kann ich denn eigentlich? Ich drück doch den A-Knopf.
So, ich gehe da jetzt einfach runter, ne? Dann klatsche ich den einfach mal. Zack, zack, zack und zack. Gut, dann tue ich mal tauschen und hole mir wieder einen Gumbrina. Ein Gumbrina soll jetzt... Nein, sie soll... So. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sie mich anspuckt. Das war jetzt fies. Okay, Technik, Scanner. Dann scannen die mal. Das ist eine Fadula. Pfui, Spinne. Die ist ja riesig. Max KP 5, Angriff, Kraft 2, Verteidigung 0. Brrr. Beim Angriff können sie bis zu 3 Mal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es also aufs richtige Timing an. Die Bubus mögen Fadulas wohl auch nicht besonders. Kaum sehen sie eine, schon ergreift sie Flucht. Ist doch verständlich, oder? Ja, gut. Dann mach mal das so. Okay. Aber schieß wenigstens mal tot. So. Gut, das ist halt echt richtiges Timing. Kommt hier überhaupt so hoch? Gut, und dann noch ein letztes Mal. So, perfekt. Gut, dann gehen wir da jetzt rauf, runter. Hä, da ist schon wieder eine Insignie. Wie geil ist das denn? Aber wie komme ich da rauf? Ja, auf damit. Wie auch immer ich sie gerade getroffen habe, aber egal. Zack, 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 zack. Nein, ich glaube, auf die kann ich gar nicht springen. Weil ich denke, die wird mich vermutlich anknabbern oder so. Oh. Ach, geht wahrscheinlich gar nicht jetzt mit den Blumen-Dings. Zack. Nein! Gut. Mein Hammer geht nicht. Level up! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Wuhu! Wieder ein Wert. Nur die Blumenpunkte. Klar, Orden wäre jetzt auch praktisch, aber hey. Sag's mal so, besser bisschen mehr Blumenpunkte als gar nichts. Gut, dann lassen wir den Gegner sein. Und danke Gegner für nichts. Zwei, drei, vier, zack. Eins, zwei. Verdammt. Gut. Hammer. Zack, 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 zack. Was hat die noch? Die hat Multikopf. Trifft den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Okay. Aktionskommando, sag ich schon. Action-Kommando. So. Hä?
okay. Ich hatte eigentlich was ausprobiert, aber es hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen, nevermind. So, zack. Und eins und zwei und keine Schlägerei. Ha. So. Es funktioniert ja prinzipiell. Da hat jemand eine Büchse. Es ist halt schon mega fies, darauf zu achten, ob der einen abschießt oder nicht. Aber gut. So, jetzt haben wir genau 10, jetzt haben wir 14. Wie mit dem Punktchen. Es sieht halt aus, als könnte man da durchgehen, aber man kann da halt anscheinend nicht durchgehen. Mario, da war einer von den Pikachus. Die Bubus und die Pikachus sind schon seit Urzeiten verfeindet. Bubula sagte, dass sie sich mit diesem Typen verbündet haben, um uns zu vertreiben. Aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen, Pixel. Ob der jetzt wohl auch unser Feind geworden ist? Ich habe wieder ein Bubula. Ich habe aber eine Idee, wie ich die tatsächlich wieder rüberkriege. Vermutlich mit Hilfe von... Ariona. Ich frage mich auch, ob ich hier an diese Insignie komme. Werde ich wohl vermutlich nie herausfinden. Aber gut, ich werde dann jetzt den ganzen Weg zurückmarschieren und abspeichern und mir überlegen, ob das wirklich tatsächlich funktioniert mit Ariona, die darüber zu schießen. Von hier. Aber mal sehen. Ich kann da mal versuchen, Moment. Wie geht das? Ich mach's kurz onscreen. Könnte doch aus funktionieren. Wenn ich das jetzt so mache. Das Bubu-Jübel dahin packe. Ja, vermutlich. Alle schön rüberschleudern. So. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, aber mal sehen. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Paper Mario und die Legende vom Äonenschirm. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dieses Rätsel mit den Bubus gelöst haben. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.